Jakub Laschikowski hatte das wichtige 2:0 erzielt. Auf Zuspiel von Marco Reus, der mit seinem Elfmeter schon früh dafür gesorgt hatte, dass der BVB mit einmal wie befreit wirkte. Aber nicht die Torschützen waren die wahren Helden, sondern einer, der längst auf dem Weg nach Hause war. Aufopferungsvoll hatte Sven Bender rund 75 Minuten mit einem Nasenbeinbruch durchgehalten. Seine Mannschaftskollegen verneigen sich. Er ist einfach ein unglaublicher Mensch, ein Vorbild in Sachen Kämpfen. Ja, ich ziehe einfach meinen Hut, wie immer, vor diesen Menschen. Einfach ein guter Junge und guter Freund, guter Kamerad, auf den man sich verlassen kann in jeder Situation. Ein Riesenlob an Sven, auch natürlich mit sehr viel Dank auch von der Mannschaft verbunden, dass sich da durchgebissen hat. Ich weiß nicht, ob das jeder so durchgezogen hätte, auch später sich noch in diese Kopfbälle reinzuschmeißen und dann nochmal eins auf die Nase zu bekommen. Das ist ein absoluter Ausnahmeprofi und wir sind sehr froh, dass wir Sven in unseren Reihen haben. Das Unglück passierte bereits nach gut einer Viertelstunde. Ein Schreck. Bender war bereits ein Notinnenverteidiger. Sein Verlust wäre fatal gewesen. Doch er machte weiter. Dreimal musste Bender das blutverschmierte Trikot wechseln. Zur Sicherheit wurde extra ein viertes aus dem Fanshop geholt. Zunächst einmal hat man ja ständig versucht, die Blutung zu stoppen. Also ein Nasenbeinbruch, der so lange blutet, habe ich auch selten erlebt. Aber es verwundert mich nicht, dass er durchgespielt hat. Also demnach Kompliment an ihn. Und ich denke, am Samstag sehen wir den auch wieder. Offenbar ist der 24-Jährige nicht klein zu kriegen. Bereits 2012 hatte er drei schwere Gesichtsverletzungen. Unter anderem einen doppelten Kieferbruch.